Hey! Wo ist das Kryptorium? Sekunde, laden wir kurz mal neu. Ja, wir laden nochmal neu, ich weiß. Ich weiß, aber wir haben keine Ahnung, was Skriptorium ist. Eigentlich sollten wir ihm folgen. Also folgen wir ihm im Skriptorium. Folgendes, Nikodemus, wir müssen nochmal probieren. Irgendeine. Johann. Eine Krat. Ja. Das sagt mir. Nein. Merl. Ja, da gibt es. Alle Tiere sind. Höchst. Was könnte man. Kennst du. Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ja, kann ich. Ausgezeichnet. Alles klar. Gott behüte dich. Das da ist das Skriptorium. Ein Bücherregal. Okay, frage ich. Warte, was? Da, Brevarium designis causis. Wie man Krankheit mit Hilfe der Körpersäfte erkennt, das ist ja schon traumhaft. Ah, natürlich. Möge Gott dich behüten. Mittelaltermedizin. Es ist bekannt, dass in Menschen vier Säfte wirken: Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Sind sie ausgeglichen, erfreut sich die Person besser Gesundheit. Besteht auch Überfluss in einem der Säfte, die schwemmt den Körper, stört seine Ausgeglichenheit und führt zu Krankheiten und sogar zu Tod. Ein Überfluss an Schleim kann außerdem zu Diphtherie führen. Der Körper versucht sich dieses Übels zu entledigen, indem man hustet, manchmal unter Krämpfen. Das führt zu Entzündungen im Hals, Mund und den Krankenplagen. Nein. Und Mund und die Krankenplagen und die den Krankenplagen und die Aufnahme von Flüssigkeiten erschweren. Die Qualen werden weiß von Fiebern und Unwohlsein verschlimmert. Nach einigen Tagen erscheinen Ausschläge oder Pickel. Menschen, die sich in der Nähe des Krankenhauses stecken sich leicht an, doch trifft es nicht auf jeden zu. Tiere können nicht an Diphtherie erkranken, nicht machbar. Die Pest, verursacht von Unregelmäßigkeiten der schwarzen Galle, zeigt sich mit vielen Symptomen. Dazu gehören unstillbarer Durst sowie Unwohlsein, bereits von spastischem Husten, manchmal sogar Durchfall. Wobei sich der Körper zum überflüssigen schwarzen Gall zu entledigen versucht. Nach einigen Tagen tauchten am Körper Pusteln auf, meist am Hals und am Kiefer. In Achseln und am Unterleib. Später zeigen sich schwarze Flecken an Fingern, Nase und Mund und anderen vorstehenden Teilen des menschlichen Körpers, an denen sich die schwarze Galle festsetzt. Die Pest verbreitet sich schnell unter Menschen, wenngleich manche verschont bleiben. Kleine Tiere leiden nicht an der Pest, doch größere können sich anstecken. Wir haben aber keinen Husten. Ein Überfluss an gelber Galle kann zur Ruhe führen, eine Krankheit, die sich auch auf unterschiedlichen Weisen offenbart. Vor allem durch schrecklichen Durchfall. Nur selten kommt Erbrechen hinzu. Kranken leiden zu einem schrecklichen Durst, Unterleibsschmerzen und Fieber. Ja, das könnte passen. Die Seuche unter Menschen anstecken, jedoch ungefährlich für Tiere, könnte nicht passen. Doch gibt es auch Wege, die Körpersäfte in Ungleichgewicht zu bringen und das Blut zu schwächen. Eine Vergiftung zum Beispiel öffnet sich Fieberanfälle, Delirium und Magenkrämpfen, haben wir. Welche mit Zuckungen, Durchfall, großen Durst angehen, wurde der Mensch durch Gas vergiftet, zum Beispiel in Minenschächten, nahe Sümpfen oder ähnlichen Orten, zeigt sich Vergiftung oft durch Ausschläge an Nase und Mund. Wurde das Gift über die Nahrung aufgenommen, ist jedoch keinerlei Ausschlag sichtbar. Vergiftungen sind zwischen Menschen und Tieren nicht übertragbar. Dort trinken sie beispielsweise alle vom selben Wasser. Sind die Menschen wie Tiere betroffen, letztere meist schneller. Wir wissen, dass es das ist. Es ist offensichtlich. Ein interessanter Fall von Ungleichgewicht der Körpersäfte ist der Walztanz, der sich daran äußert, dass der Betroffene wild tanzt und dabei zuckt und sich im Kreise dreht. Manchmal singt oder schreit er, lamentiert auch. Er bewegt sich wie im Traume und wandert ziellos umher. Der Tanz kann Tage, Wochen oder Monate lang andauern, bis der Kranke vor Erschöpfung umkippt oder stirbt. Manche entledigen sich sogar ihrer Kleidung, um sich an der Sünde des Fleisches hinzugeben. In einem Falle konnten der Kranken geholfen werden, indem man sie von der Brücke in den Fluss stieß. Diejenigen, die nicht ertranken
oder durch den Sturz umkamen, schwammen an Land und hörten auf zu tanzen. So. Es zeigt sich, dass die Tanzplage hoch ansteckend ist, allerdings betrifft sie nur Menschen und keine Tiere. Weiztänzer, die Tiere in ihren Wahn einbeziehen wollen, wurden letztlich getreten oder gebissen. Es ist eine Vergiftung. Ja, das könnte Sinn ergeben. Ey, du Affe! Ich glaube, ich hab's. Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Vergiftetes Wasser. Der einfachste Weg. Verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Höchst unwahrscheinlich. Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Ich könnte dabei helfen. Wirklich? Ich kann alles. Ja, ich kenne mich mit Alchemie etwas aus. Ein Gemeiner, der etwas von Heilmitteln versteht. Wer hätte das gedacht? Ausgezeichnet. Ich gebe dir das Rezept. Und du hast meine Erlaubnis, das Laboratorium des Klosters zu nutzen. Ich gehe sofort an die Arbeit. Und ich eile in der Zwischenzeit direkt nach... wohin nochmal? Merhoyet. Richtig, Merhoyet. Ich nehme Johanka mit. Niemand kümmert sich aufopferungsvoller um die Kranken. Eile mir nach, sobald die Arznei zubereitet ist. Danke, Bruder Nikodemus. Es gibt dort einen Mann, der eurer Hilfe dringender bedarf als jeder andere. Er ist ein wichtiger Zeuge bei einer Mordermittlung. Ausgeschlossen. Wir richten unsere Zeit mit den Kranken nach der Schwere ihres Leidens, ja, macht Sinn. Nicht nach deinen weltlichen Bedürfnissen. Macht Sinn. Haben wir Rezepte für das Zeug? Da, warte, Heilmittel für Mehrwert. Wasser, Holzkohle, Baldrian, Disteln. Gibt es irgendwo Holzkohle? Können wir uns da irgendwie... Ah, hier haben wir alles, was wir brauchen. Da wir es nehmen dürfen, nehmen wir das. Gut, dann haben wir die Klosterapotheke beklaut. Nein. Ein Rezept für die Arznei, die kranken Dorfbewohner von Merhoyet teilen soll. Bereite Wasser, eine Handvoll Baldrian, zwei Handvoll Disteln. Okay, erstmal vorbereiten. Dann Wasser. So, gib die Disteln in den Kessel und lass sie für zweimal kochen lassen, die Disteln. Baldrian für ein kochen lassen, abkühlen. Und dann die Holzkohle und dann nicht kochen. Okay. Zwei Distel waren es, nicht wahr? Ich glaube, es waren zwei Distel. Ja. Und danach einmal Baldrian, verstehe. Zweimal kochen lassen. Umdrehen. Spur umdrehen. Lesen, solange es noch am Kochen ist.
Baldrian, lass es alles noch einfach einkochen. Alles klar? Anschließend nochmal abkühlen lassen und dann die Kohle rein. Und dann ist es fertig. Nein, noch nicht! Es war noch nicht kühl! Ich nehme das kurz mal in die Hand. Hat geklappt? Komm, lass es geklappt haben. Heilmittel vermehrt. Alles klar, wir haben es. So, Gaul. Wir könnten jetzt nach dem Sohn Elias suchen. Andererseits gehen wir... Komm, wir machen das mal ganz schnell. Dann finden wir kurz heraus, wo er sich rumtreiben soll. Und wenn das nicht in unmittelbarer Nähe ist oder sonst irgendwie ungünstig, dann gehen wir direkt nach Meroweth zurück. Oder wisst ihr was? Wir schauen einfach mal, ob sich irgendwas verändert, wenn wir die Leute vorher heilen. Dann machen wir lieber noch eine zusätzliche Schnellreise. Und dann erfahren wir später irgendwas Interessantes dazu. Ah, unsere Energie geht auch langsam zur Neige. Wir müssen mal wieder schlafen. Es ist kein Tag dazwischen vergangen. Deswegen haben wir uns beeilt. Wo ist Bruder Nikodemus jetzt? Da ist Johanka schon mal. Gott sei mit dir, Heinrich. Gut, du kannst doch nichts machen. Wo ist der Bruder? Johann. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Okay, vergiss es. Matthias. Okay. Dieser Ladebalken, immer wenn man einen Dialog anfangen oder beenden möchte, der ist schon leicht störend.
Was passiert hier gerade? Drei Jahrhunderte später. Ich glaube, unser Spiel hat es möglicherweise aufgehangen. Das wollen wir nicht. Tu das nicht, Spiel. Bitte tu das nicht. Liebe Gemeinde, unser Spiel hat sich aufgehangen. Wir sehen uns gleich wieder. Cheerio. Liebe Gemeinde, da wären wir wieder. Heilmittel ist hergestellt. Und wir machen wieder eine Reise nach Marriott. Die sind dann noch kurz darüber und dann wird das schon alles passen. So, noch dürfte auch noch niemand abgekratzt sein. Jetzt warten wir, bis er geladen hat. Dann geben wir uns einen Schnaps. Dann sind wir unter 30 angekommen. Das war echt bedrohlich, wie wenig Schnaps wir inzwischen haben. Da ist der Bruder. Diesmal kommst du uns nicht. Nikodemus! Wir haben den Stuff. Was meinst du denn, was du hier machst? Wie ist die Lage? Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Ja, hier ist es. Ich werde 4 Dosen nehmen, du den Rest. Ich kümmere mich um Strohs Familie und du übernimmst Melichas Frau und die anderen. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln. Vielleicht kann ich sie überzeugen. Ich habe ihnen Hilfe versprochen und mein Wort gehalten. Sie müssen mich zu ihm lassen. Mag sein, aber in der kurzen Weile, die ich hier bin, habe ich festgestellt, wie verstockt die Leute hier sind. Lebe wohl. Gut, wir haben das Zeug. Jetzt müssen wir suchen, wo es ist. Wo hocken jetzt alle? Wir müssen erstmal hier. Optional, gib den Kranken das Heilmittel. Sehr optional. Vinzenz. Du bist zurück. Natürlich, versprochen ist versprochen. Ich hatte keine Zweifel. Hast du das Testament übergeben? Noch nicht. Zaudere nicht länger, bitte. Auf dem Sterbebett muss man alles in Ordnung bringen. Keine Sorge. Ich habe ein Heilmittel aus Sasau. Genau deswegen. Trink das regelmäßig. Du und alle anderen im Haus. Ein Heilmittel? Du hast Hände aus Gold.
aus purem Gold. Gott segne dich. Gut, der Haushalt wäre jetzt geregelt. Johanka. Heinrich, schön, dass du da bist. Melicha. Beste Grüße. Ich habe herausgefunden, was die Ursache der Krankheit sein könnte. Und? Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen. Nikodemus und ich denken, dass es auf Gift hinausläuft. Wäre nicht leicht, die Quelle zu vergiften, aber was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich fasse es nicht. Ich habe einen Verdacht. Den Schwein genützt also nicht, dass der junge Stroh hin ist. Diese Bastarde! Gott behüte dich. Jetzt regen sie sich auf. Herr Mettball, stellen konnten wir ihn gerade? Das hätten wir doch nicht sagen sollen. Okay, er stellt sich mal hin. Ich habe kurz überlegt, ob er. Oder befürchtet, dass er direkt zum Gefangenen rennt und ihn direkt umbringt. Das wäre nicht allzu günstig für unsere Untersuchung gewesen. Ah, Bedrischka. Zurück? Jo. Ja, und ich habe etwas, das dich gesund machen wird. Guter Gott im Himmel. Wir danken dir für deine Gnade. Trink das und verteile es an alle im Haus. Ich habe auch jemanden mitgebracht, der sich um euch kümmern wird, bis ihr wieder gesund seid. Danke, barmherziger Samariter. Ja, ja, in unserem Fall Samariter. So, wir erfüllen das natürlich erstmal alles. Melisha wird als letzter geheilt. Aus Sicherheitsgründen. Man muss ja schon im Griff behalten. So, Daniel. Bruder, bist du es? Wir müssen den Schlitten anspannen. Ja, ja, den Schlitten. Trink du nur das und alles wird gut. Ist das Weihwasser, Bruder? Genau. Ist es. Trink etwas davon und gib es auch den anderen im Haus. Bruder Nikodemus kommt dann und schaut nach euch. Du musst das Weihwasser austrinken, um die ultimative Power zu erlangen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe. Warte, bis sich die Lage geklärt hat. So, Melcher, du bist jetzt auch dran. Ich habe euch Hilfe gebracht, wie versprochen. Lässt du mich zum Gefangenen? Sicher lasse ich dich, natürlich. Mein Junge, wenn dein Trank wirklich gegen diese Geißel hilft, hast du im Dorf freie Hand. Sag das nicht zu laut. Ob ich die Seuche besiegen konnte, wird sich erst zeigen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe das Heilmittel seine Wirkung zeigt. Ich weiß, aber allein die Tatsache, dass es jemanden kümmert, bedeutet uns viel. Komm mir nie wieder in die Quere! Komm hier. Wichtig ist, dass ihr jetzt wieder auf die Beine kommt. Kümmere dich nun um... Wie heißt dein Weib eigentlich? Hannah. Kümmere dich gut um sie. Jetzt öffne den Schuppen. Alles Gute! Okay, warten, bis die Lage geklärt hat. Jetzt können wir den Gefangenen verhören. Wo hockt der Gefangene? Matthias, wie ist die Lage? Bringst du das Spiel zum Abstürzen? Ah, offenbar nicht. Bitte nicht schon wieder.
Ich glaube, Matthias macht unser Spiel kaputt. Matthias, was soll das? Warum tust du sowas? Oh, jetzt müssen wir gleich wieder an alle Leute was verteilen. Ja, Spiel abgeschossen. Ja, das bringt auch nicht so. Die Funktion muss ich minimieren. Und hier King Come Deliverance. Ich weiß. Wir reden nie wieder mit Matthias. Der macht unser Spiel kaputt. Das gehört sich nicht. Macht mich traurig. Diese Ladezeiten. Ich weiß, ich bin abnormal lange Ladezeiten vor Ewigkeiten gewohnt gewesen, aber inzwischen hat sich auch dieser Umstand leicht verringert. Gut, Dragon Age Inquisition hatte noch relativ starke Ladezeiten. Ah. So, Spiel laden. Da. Müssen wir den Leuten wieder den ganzen Kram geben.